Als Spieler ist ihm der Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga gelungen. Zwei Saisons später steht er als Cheftrainer des Bergischen HC an der Seitenlinie. Sebastian Hinze ist heute Gast im Schwebebahngespräch. Wir starten unser Gespräch heute mit einem kleinen Fragebogen an meinen Interviewgast. Der Vorname? Sebastian. Nachname? Hinze. Und es gibt einen Spitznamen? Seppel, ja. Hörst du den gerne? Es hat sich so entwickelt, das ist seit meiner Kindheit so, von daher ist das nicht schlimm. Und fast alle nennen mich so, selbst im Familienkreis, von daher ist das völlig in Ordnung. Alter? 34. 34, ist das jung für einen Erstligatrainer im Handball? Ja, ich glaube schon, wobei das Alter finde ich nicht so entscheidend, aber ich bin schon einer der Jüngsten da. Ja. Gewicht? 93 Kilo. Ist das mehr geworden, seitdem du nicht mehr selber aktiv Handball spielst? Ja. Wie viel, ja? So 5-6 Kilo sind es schon geworden, aber ich arbeite immer hart dran und meine Frau schimpft mich immer aus, wenn ich abends noch zum Kühlschrank gehe. Also ich versuche was dran zu tun. Größe? 1,83. Haarfarbe? Ui, das können Sie mir vielleicht besser beantworten. So dunkelblond, oder? Dunkelblond dann, ja. Und Haarlänge ist auch eher lang bei einem, für einen Mann. Ja, habe ich auch schon lange und auch gerne und kann das in dem Job auch tragen. Ja. Wer sitzt denn mit Ihnen morgens am Frühstückstisch? Meine Frau und zwei kleine Hunde haben wir. Oder mittelgroße Hunde, aber die sitzen auch immer mit da und hoffen, dass das runterfällt. Ja. Was tun Sie am liebsten, wenn Sie nicht am Spielfeld ranstehen? Ja, spazieren gehen, dann mit meiner Frau in den Stall, da haben wir ein Pferd und das machen wir ganz gerne und das entspannt auch ganz gut. Wir sind hier beim Radio, Lieblingslied? Dann nehme ich, was nehme ich denn? Von Pearl Jam, Black. Gibt es auch ein Lied, das Sie so benutzen, um die Mannschaft zu motivieren? Man kennt das von der Fußballnationalmannschaft. Nee, aber die haben selber immer eine Anlage mit in der Kabine und haben da eigene Musik und wie gesagt, im Trainingslager sind ein paar Lieder entstanden, die sie ganz gut finden und das ist so ein eigenes Ritual von ihnen. Das heißt, das wird vor dem Spiel, bevor man aufs Feld geht, wird das in der Kabine dann angespielt? Ja, also wenn die sich umziehen und bereit machen und dann spielen sie halt ihre Playlist. Und irgendwann, wenn ich dann die Besprechung mache, muss die Anlage ausgemacht werden, aber bis dahin hört man da schon Musik in der Kabine. Ja. Wann sind Sie denn das letzte Mal Schwebebahn gefahren? Noch gar nicht so lange her. Wir haben mit der ganzen Mannschaft letztes Jahr im Mai haben wir eine Kaiserwagenfahrt gemacht. Okay. Sie sind ja Wuppertaler, sonst auch der Schwebebahn so Verkehrsmittel für Sie oder eher nicht? Mittlerweile nicht mehr so. Also ich bin sehr faul geworden und fahre viel mit dem Auto, aber früher klar als Kind und weil ich hier aufgewachsen bin, war es schon ein normales Verkehrsmittel für mich. Lieblingsort in Wuppertal? Das Luisenviertel. Warum? Weil ich die Kultur sehr gerne mag. Ich mag die Leute da. Ich finde es ganz schön, da abends mal ein Bier zu trinken oder nachmittags einen Kaffee. Ich mag diese Straßenkultur und diese studentische. Und wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schöner Ort, finde ich, in Wuppertal. Und zum Schluss, der größte sportliche Moment. Bis jetzt war es der Aufstieg mit dem BRC. Die deutsche Handball-Bundesliga gilt als stärkste Liga der Welt, ist fast so populär wie Fußball hierzulande. Dennoch gibt es frappierende Unterschiede, was zum Beispiel das Gehalt eines Cheftrainers angeht. Für Sebastian Hinze geht das völlig in Ordnung. Der deutsche Handball oder die erste Bundesliga gilt als stärkste Liga der Welt und Handball ist gleich hinter Fußball so die beliebteste Sportart in Deutschland, gibt aber dennoch große Unterschiede. Also wenn man mal so schaut, ein Erstligatrainer im Fußball, Jürgen Klopp, 2,5 Millionen Euro im Jahr verdient er, soll er verdienen. Davon kann ein Erstliga-Handballtrainer nur träumen, oder? Ja, also so viel verdient, glaube ich, kein Handball-Erstliga-Trainer bei weitem nicht. Aber wir haben uns den Job alle selber ausgesucht und machen den gerne und man kann davon leben. Von daher ist das alles gut. Sie sind aber auch ja noch Diplomkaufmann. Also haben während Ihrer aktiven Spielerzeit, haben Sie sich dazu entschlossen zu sagen, ich werde Diplomkaufmann, studiere. Also das heißt, es ist schon wichtig, so ein Backup zu haben oder war das reines Interesse? Nein, also es ist sehr, sehr wichtig und das machen auch alle, dass sie entweder eine Ausbildung machen oder studieren während oder bevor der Profilaufbahn. Und ja, das ist wichtig, weil man hat halt weder als Sportler noch, wenn man in dem Bereich arbeitet, ausgesorgt danach und es ist halt beschränkt, bis man 30, 32 ist. Manche gehen mit ihrem Körper besser um und können das länger machen.
wie gesagt, und dann muss man ins normale Berufsleben einsteigen. Das ist fast in jeder Sportart so, außer im Handball, außer im Fußball, Entschuldigung. Und ja, und das wissen wir. Und trotzdem sind wir alle sehr, sehr froh, dass wir eine Zeit lang oder ich jetzt immer noch mit unserem Hobby wirklich unser Geld verdienen können. Das heißt, also man guckt nicht schon mal neidisch rüber zu den Fußballern und sagt, ach, wäre ich doch mit den Füßen besser als mit meinen Händen? Nein, gar nicht. Also ich glaube, wir lieben alle diesen Sport und machen das auch deswegen und investieren sehr, sehr viel. Alle, die das hauptberuflich tun, aber auch als Hobby. Und ja, da gibt es keinen Neid, das ist einfach so. Es gehen ja auch mehr Zuschauer zum Fußball und es hat ja auch alles Gründe, warum. Das Geld muss ja da sein und ja, bei uns wird auch das Geld ausgegeben für die beteiligten Personen, das da ist, wie im Fußball auch. Und das ist halt weniger. Sind Sie auch selber Fußballfan? Ja. Mannschaft? Schalke. Scheiße, ne? Farben Blau passen, weiß. Ja. Das passt ganz gut. Genau, ja. Ne? Also an Rot hätten Sie sich jetzt nicht gewöhnen können. Nein. Oder Gelb, Schwarz oder so. Nein. Okay, wie sieht überhaupt ein Tag eines Erstliga-Handballtrainers aus? Was machen Sie in Ihrem Job? Ja, also wir nehmen neben den Trainingseinheiten, muss ich halt... plane ich das Training, plane die ganzen Perioden, Vorbereitungsperiode, Wettkampfperioden. Jetzt hatten wir zwei englische Wochen, da hat man ein bisschen anderen Rhythmus, dann soll man das Training jeden Tag planen. Dann guckt man wirklich viel Video vom eigenen Verein, von eigenen Spielen, die gelaufen sind, um die zu analysieren und natürlich die Vorbereitung des Gegners. Das sind auch immer 3-4 Spiele pro Woche. Die werden dann zusammengeschnitten. Ja, das ist so das, was ich in der Woche machen muss. Da kommt viel zusammen und wie gesagt, dazu noch die 8 Trainingseinheiten und das Spiel. Also man ist viel unterwegs, aber es macht halt wirklich auch viel Spaß. Vor den Spielen ist der 34-Jährige schon ganz schön aufgeregt, aber er hat einen Weg gefunden, um mit dieser Aufregung umzugehen. Wie aufgeregt sind Sie vor so einem Spiel? War das als Spieler damals schlimmer oder ist man jetzt als Trainer doch etwas mehr unter Druck? Ja, Aufregung ist groß, es ist kein Druck, sondern man ist halt einfach aufgeregt und versuche es mit Entspannungstechniken. Ich glaube, da will mich auch keiner sehen. Früher als Spieler konnte man sich dann aufwärmen und in dieser Phase habe ich jetzt nicht, sondern ich sitze allein in der Kabine und mache mir nochmal Gedanken und mache dann irgendwelche Entspannungstechniken und bin dann hoffentlich, wenn die Jungs vom Aufwärmen wieder reinkommen, sehe ich sehr entspannt und optimistisch aus. Aber die halbe Stunde für mich ist schon sehr, sehr anstrengend. Dann. Also es ist schon wichtig, dass die Jungs denken, okay, der Trainer ist ruhig, jetzt da so einen aufgeregten Typen zu sehen, wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv, ne? Ja gut, die kennen mich ja auch und wissen, dass ich auch sehr emotional bin und auch immer mit dem Herzen dabei und natürlich dann auch angespannt bin vor dem Spiel, das kann man auch nicht ganz leugnen. Aber es ist natürlich so, dass man, glaube ich, so wie jeder Spieler das machen muss im Spiel, es wirkt ja auch auf den Gegner, dieses Selbstbewusstsein, diese Präsenz zu haben, zu sagen, okay, wir wissen, was wir tun und wissen, wie wir dieses Spiel gewinnen wollen, so, das habe ich dann auch. Der BHC-Cheftrainer ist überzeugter Wuppertaler. TG Kronberg, LTV Wuppertal, SG Solingen, Bergischer HC. Das waren Ihre Stationen als Spieler. Alles sehr bergisch. Keine Angebote von außerhalb bekommen oder wollten Sie nicht weg? Also nie was Passendes. Es gab sicherlich mal Anfragen, ob man mal weggeht, aber ich habe mich hier immer wohl gefühlt und ja, deswegen bin ich hier geblieben, nie wirklich rausgekommen. Ja. Überhaupt sehr heimatverbunden, auch so im Privaten, also das ist so der Ort, wo Sie einfach sein wollen, Wuppertal gefällt Ihnen? Ja, das ganze Bergische Land eigentlich finde ich sehr, sehr schön, ich finde die Region schön, ich mag Wuppertal, das ist meine Heimatstadt und ja, von daher lebe ich sehr, sehr gerne hier und wenn es nicht sein muss, dann würde ich auch noch lange hier wohnen. Okay, dann hoffen wir, dass der Bergische HC lange Erfolg hat, das würde Ihren Arbeitsplatz wahrscheinlich sichern. Das ist im Profisport so. Also solange die Mannschaft erfolgreich ist, dann darf ich auch hier wohnen bleiben. Aber es geht nicht ganz so schnell wie bei den Fußballern, oder? Dass man direkt, hat man manchmal zumindest den Eindruck, dass direkt der Trainer gehen muss, wenn es mal eine Zeit lang nicht gut läuft. Nein, wie gesagt, wir sind auch im Verein so, dass wir sagen, wir haben einen Plan und wir wollen uns weiterentwickeln. Und ich glaube, dass man den auch mit mir zusammengehen will und das weiß ich. Und da sind alle eigentlich relativ ruhig und da kann man auch mal Misserfolgserlebnisse haben, die wir natürlich nicht haben wollen, aber die wird es geben und ein paar Rückschläge, aber wir wissen, wo wir hinwollen und wie wir da hinkommen wollen und das ist vor allen Dingen harte Arbeit und das machen alle und ja, deswegen sind wir da, glaube ich, nicht so ein typischer Verein, wo man auf so Mechanismen wie Sieg oder Niederlage extrem reagiert. War das schwierig so, der Wechsel vom Spieler zum Trainer? Ja, also es Das war schon schwierig. Also ich hatte zum Glück ja dieses eine Jahr, wo ich als Spieler aufgehört habe und dann Jugendkoordinator wurde.
dann an einer Schule gearbeitet, Jugendkoordinator, da war ich sehr, sehr glücklich und habe während dieses Jahres im Prinzip meine Trainerausbildung gemacht, also die A-Lizenz-Trainerausbildung, dauert ein Jahr. Und ja, dann bin ich da ein wenig reingerutscht in diesen Profi-Trainer-Job, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, es war am Anfang schon schwierig und ungewohnt, aber ja, wie gesagt, es macht Spaß und ich glaube, dass man, wenn man sehr, sehr authentisch ist und dann ist es egal, auch wie alt man ist und wie man das macht, sondern wie gesagt, die Jungs haben es mir einfach gemacht, aber es war eine ungewohnte Situation. Hätten Sie als Spieler gerne unter sich gespielt? Ja.